Ja. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Hier nichts. Ich werde mir gleich noch was zu essen machen. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Noch abgebaut, der Kerl. Okay, mal sehen. Buch. Und ganz viel Eis. Okay. Ich werde das mal alles hier mit rausnehmen. Und gleich mal lesen, was denn in meinem Buch steht. Hallo Herr Night Fury, ich schreibe Ihnen nun zum zweiten Mal, denn jemand versucht zu verhindern, dass ich Kontakt mit Ihnen aufnehme. Es ist sehr wichtig, nicht nur für das Weihnachtsfest, sondern auch für Sie. Bei den Koordinaten, die ich Ihnen übermittelt habe, war ein Buch, dieses sollte Ihnen erklären, weshalb ich Ihre Hilfe brauche, aber es hat Sie leider nicht erreicht. Dieses Mal mache ich es sicherer. Ich erkläre es Ihnen alles in diesem Brief. Keine Sorge, ich bin ein Freund, kein Feind. Naja, gut. Das Weihnachtsfest wird von zwei üblen Zeitgenossen bedroht. Und sie sind nicht zu unterschätzen. Ich schreibe sie an, weil nicht nur das Fest, sondern auch sie in Gefahr sind. Die beiden brauchen sie, um ihre Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die zwei Störenfriede, von denen ich dir erzählt habe, wollen auch an die Schlösser. Aber wenn sie die Schlösser öffnen, während sie aus ihrem jetzigen Gefängnis befreit und Dunkelheit wird über das Land ziehen. Aber du weißt, ohne Schlüssel geht das nicht. Und du bist der Einzige, der weiß, wo er ist. Naja, bisher habe ich ihn noch nicht gefunden. Und deshalb sind sie auf der Suche nach dir. Zum Glück wissen sie nicht, wie du aussiehst. Aber sie spüren deine Energie. Sie werden versuchen, den Schlüssel in die Hände zu bekommen. Deshalb schreibe ich dir. Ich werde versuchen, lang genug sie von deiner Spur abzuhalten, damit du mehr Zeit hast. Ich schreibe dir wieder den nächsten Tagen. Gezeichnet Balthasar. Also erstmal danke für den Brief, um welchen ich mich demnächst dann kümmern werde. Es ist schon bezeichnend, dass ausgerechnet zwei Gegner ein sehr schlechtes Verhältnis zu mir haben. Was ich übrigens noch nicht erklärt habe. Mein Meister hat mir erzählt, dass sich in jeder Welt mindestens eines befindet. Das heißt, diese Welt hat eins und noch eine andere Welt besitzt ein Schlüsselloch, das ich öffnen muss. In der zweiten Welt wird es vermutlich etwas sicherer zugehen, da ich diese Welt bereits schon mal getroffen habe. Ich weiß es zwar nicht genau, welche das sein wird, aber ich bin mir sicher, dass ich da bald drauf kommen werde. Im Briefkasten selber ist übrigens nichts. Da könnt ihr euch sicher sein. Allerdings, Störtebreaker. Ich werde mich darum kümmern müssen, das Schlüsselloch zu finden. Nebenbei auch den Schlüssel selbst. Welche zwei wirklich daran interessiert sind, weiß ich noch nicht. Es gibt einige, die sehr vermutlich an dieser Sache interessiert sind. Und ein neuer mit einem Decknamen Balthasar, der sich auch zu Wort gemeldet hat. Das ist relativ neu. Es hat immerhin noch was mit diesen beiden hier zu tun. Also scheinbar wette ich mal, dass Vajosi damit zu tun hat. Das ist einer der beiden. Und wer der zweite ist, weiß ich auch noch nicht. Der zweite muss wahrscheinlich derjenige gewesen sein, der sich an dem Buch verschafft hat, welches ich nicht gefunden habe in der Höhle, die ich aufgesucht habe. Und das macht es jetzt gerade nicht besser. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen... Diese Minecraft-Sounds sind echt unwiderstehlich. Es passiert momentan viel mehr, als dass ich wirklich dazu Zeit habe. Geschweige denn, dass ich das auch noch geschnitten bekomme. Die letzten Tage kam das ja relativ pro Tag, was ich jetzt natürlich nicht mehr machen kann,
weiß nicht, heute ist Sonntag, dann müsste ich halt erst mit dem Schneiden anfangen und morgen wäre dann Montag. Und das passt alles nicht so ganz. Ich werde aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder was hochladen können. Besonders dieses Video wird vermutlich Mittwoch erscheinen. Wenn euch noch weitere Sachen aufgefallen sind, die mir nicht aufgefallen sind, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut und euer Nightfall und bye bye.